Hey Leute, was geht? Euer Narkose am Start. Und zwar, schaut mal hier, Twitch TV. Jawohl, ihr seht's richtig. Ich bin jetzt auch bei Twitch anzutreffen. Es ist hier eine alte Aufnahme, also nicht wundern. Ja, wenn ihr Bock habt und ihr wollt nicht nur Videos von mir sehen, könnt ihr mir jetzt auch bei Twitch natürlich ein Follow da lassen. Und immer, wenn ich online bin, könnt ihr mir zuschauen. Natürlich, was spielen wir zum größten Teil? Arma 3 natürlich, ist klar. Wenn auch ab und zu mal ein paar andere Games zocken, ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall Arma 3, ne, wird ganz viel gestreamt auf jeden Fall ab jetzt. Werde viel abends streamen natürlich, vor allem auch nachts für die Leute, die nachtaktiv sind. Ne? Ich werde ab und zu auf jeden Fall nachts streamen. Jetzt am Wochenende, wir haben jetzt den 5. Februar, also heute ist Freitag, also gesehen morgen und übermorgen, am 6. und am 7. Februar, das Wochenende, Samstag, Sonntag, werde ich auf jeden Fall voll fett streamen. Irgendwann so am frühen Abend und dann schön in die Nacht rein. Ich habe schönes Wochenende und da gönnen wir uns mal richtig ein. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ich würde mich extrem freuen. Lasst ein Follow da und ihr könnt immer dabei sein, wenn ich live für euch diesen geiles Spiel Arma streame. Was wird vor allem kommen? Ja, auf jeden Fall Exile ist klar, wenn wir schon ein bisschen zocken. Ich hatte auf jeden Fall Bock, wieder ein bisschen RP zu machen. Ich werde mir auf jeden Fall, dadurch, dass der Brutus alte Live-Server ja down ist, werde ich mir auf jeden Fall einen anderen coolen RP-Server raussuchen. Ich weiß noch nicht ganz genau, welches. Aber mal schauen, was wir machen. Ich will irgendwas mit RP noch machen. Es ist einfach cooler. Zu Arma 3 gehört ein bisschen RP. Mal gucken, vielleicht auch wieder als Medic oder sowas. Vielleicht komme ich irgendwo rein, muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, ich knall euch den Link von meinem Kanal unten in die Beschreibung. Und dann könnt ihr einfach vorbeikommen und euch das Ganze anschauen. Die Qualität vom Stream ist schon für meine Verhältnisse echt gut. Also man kann nicht meckern. Aber überzeugt euch einfach selbst. Ne? Kommt vorbei. Ich bedanke mich schon mal im Voraus bei euch für die Leute, die vorbeikommen. Und Videos wird es trotzdem jetzt ein paar mehr wieder geben. Ich denke mal, durch Twitch ist auch die Möglichkeit einfach mehr, dass ich auch über Twitch die Aufnahmen, die ich gemacht habe, über YouTube hochladen kann. Für die, die es vielleicht verpasst haben oder sowas, dann kann ich da euch das nochmal zeigen, was ich so gemacht habe und erlebt habe. Wie gesagt, schaut einfach vorbei und quatscht mit mir ein bisschen. Ihr könnt dann in den Chat schreiben und dann geht das schon, ne? Okay, Leute, ich bin schon wieder weg. Haut rein und wir sehen uns auf Twitch TV oder im nächsten Video. Haut rein, Leute.